Hallo, mein Name ist Philipp Heuberg, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Carla GmbH. Wir sind ein Münchner Software- und Beratungsunternehmen, das die Bau- und Immobilienbranche bei der Dekarbonisierung unterstützt. Warum werden ESG, EU-Taxonomie und Dekarbonisierung zurzeit gerade in der Bau- und Immobilienbranche so aktiv diskutiert? Nun, ich denke, der Branche ist ihre immense Verantwortung bewusst geworden. Als einer der größten CO2-Emittenten und Verbraucher von Rohstoffen kommt der Bau- und Immobilienbranche eine sehr wichtige Rolle bei der notwendigen Transformation zu. Wir wissen, dass die Uhr tickt, aber die Branche bietet auch mit die kostengünstigsten Dekarbonisierungsmöglichkeiten. Im Interesse aller gilt es, diese schnellstmöglich zu nutzen. Wer in der Branche sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen? Nun, alle Stakeholder entlang der Wertschöpfungskette werden benötigt. Vom Investor, Projektentwickler, Architekten bis hin zum Baustoffhersteller. Bei Carla adressieren wir aber besonders die frühe Planungs- und Investitionsentscheidungsphase, denn hier ist das Optimierungspotenzial am größten. So können mit Carla bereits auf Basis erster Volumenkörper energetische, ökologische und wirtschaftliche Variantenvergleiche durchgeführt werden. So lassen sich informierte, richtungsweisende Entscheidungen treffen. Mit wenigen Klicks können wir zum Beispiel zeigen, wie viel CO2 sich durch die Wahl einer Massivholzdecke statt Stahlbeton einsparen lässt. Seit wir bei Baumann Consulting Carla verwenden, können wir auf eine händische Massenermittlung im Rahmen der Ökobilanz verzichten und eine attraktive Methode zur CO2-Optimierung in einer frühen Planungsphase anbieten. Wenn nun alle Architekten und Projektentwickler Carla einsetzen, haben wir dann das Klimaproblem gelöst? Leider nein. Es ist aber absolut essentiell, dass alle Neubauprojekte klimaneutral in Betrieb sind und auch unter Berücksichtigung der Konstruktion. Mit der Carla Software haben wir ein Werkzeug, das aufzeigt, wie dies gelingen kann. Aber wir haben auch mehr als 100 Millionen Gebäude in Europa, die dringend saniert werden müssen. Selbst wenn wir es schaffen, die Sanierungsrate zu verdreifachen, brauchen wir 3 Jahrzehnte, um alle Gebäude zu sanieren. Deshalb ist es absolut essentiell, die Gebäude zu identifizieren, die das größte Dekarbonisierungspotenzial haben. Aus diesem Grund verfolgen wir einen mehrstufigen Ansatz. In der ersten Stufe screenen wir den Ist-Zustand des Portfolios. Dabei berücksichtigen wir sich verändernde Rahmenbedingungen wie die CO2-Bepreisung, steigende Energiekosten als auch die Verbesserung des deutschen Strommixes. Auf Basis dieser ersten Analyse lässt sich der Handlungsdruck eines Portfolios erkennen, als auch die Gebäude identifizieren, die das größte Dekarbonisierungspotenzial aufweisen. Carla Software und Beratungskompetenz sind hilfreich, um Verbräuche und CO2-Emissionen von Bestandsimmobilien bei sehr unterschiedlichen Datenlagen vergleichbar zu machen. Ausreißer in einem Portfolio können so identifiziert werden. Das ermöglicht Budgets für Optimierungsmaßnahmen, zielgerichtet zu verteilen. Das PropTech leistet einen wichtigen Beitrag, sowohl hinsichtlich der Dekarbonisierung des Bestandes als auch in Bezug auf die ökologische Optimierung von Neubauten. Hier hören wir jedoch nicht auf, sondern steigen mit den am dringendsten zu sanierenden Gebäuden in die Sanierungspotenzialanalyse ein. Über die Adresse können wir automatisiert 3D-Modelle erstellen. Dazu geben wir die Adresse des Objektes in Carla ein. Über den Grundriss und Eingabe zur Anzahl Stockwerken und Fensterflächenanteilen können wir ein erstes Flächenmodell erstellen. Dann können wir, falls nicht andersweitig bekannt, die Gebäudehülle über Gebäudetopologien aus Tabula abbilden. So können wir mit minimalen Informationen den Ist-Zustand des Gebäudes erfassen und nun verschiedene Sanierungsmaßnahmen simulieren. Natürlich können wir stets auch durch eine Vorortbegehung oder durch vorhandene Pläne das Modell ergänzen und verfeinern. Durch dieses Vorgehen können wir Gebäude mit ihren Sanierungsmaßnahmen untereinander vergleichen und die Gebäude identifizieren, die am kostengünstigsten dekarbonisieren können. Wenn es die Motivation in der Branche und die passenden Werkzeuge gibt, woran hakt es heute dann noch bei der Dekarbonisierung? Nun, wir sehen bei allen Stakeholdern in der Branche ein großes Interesse, sich mit dem Thema zu befassen. Auch ist die Carla Software einsatzbereit. Nun müssen wir die Zeit und Ressourcen investieren, damit Software wie Carla flächendeckend in Projekten zum Einsatz kommt. Gerne unterstützen wir Sie in Ihren Projekten dabei, die Carla Software einzusetzen und bieten komplementierende Serviceleistungen an.
Alle, die dieses Video sehen, lasst uns heute darüber sprechen, wie wir eure Neubauprojekte klimaneutral realisieren können und eure Bestände dekarbonisieren. Lasst uns heute damit anfangen, CO2-Emissionen signifikant zu reduzieren. Die Uhr tickt, aber wir sind bereit.